Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, nochmal was zur aktuellen Entwicklung und die aktuelle Entwicklung im großen Ganzen eingeordnet. Es wird gerade mitgeteilt in zahlreichen Medien, Fernsehen, Radio, Hörfunk, Radio ist Hörfunk, Printmedien, dass ab dem 1. Februar dieser QR-Code, den man bekommt, wenn man den Piekser, wenn man zwei Piekser erhalten hat, ne, bekommt man, hat man einen QR-Code bekommen, der dann gültig ist und wo man dann mit in Deutschland, zumindest in Deutschland ist es so, in den meisten anderen Ländern weltweit ist es auch ohne QR-Code möglich, aber in Deutschland ist es so, dass man in bestimmten, also was heißt in bestimmten, in allen, glaube ich, in allen Restaurants, Kneipen, Geschäften, nicht essentiellen Geschäften, also Kleidung und so weiter, Schuhe, Haushaltswaren, nur noch reinkommt mit einem gültigen QR-Code. Und ab dem 1. Februar soll dieser QR-Code nur noch maximal 9 Monate lang gültig sein. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass, und damit, das wird damit angekündigt, dass ich alle 9 Monate einen neuen Piekser bekomme. Denn ansonsten ist der QR-Code nicht gültig. Und ansonsten komme ich also nicht in die Gastronomie oder in bestimmte Geschäfte hinein. Das gilt für Deutschland. Im Rest der EU ist es kein Thema. In den Niederlanden ist es kein Thema. Doch es ist ein Thema, dass man gesagt hat, dass dieser QR-Code ab dem 1. Februar vielleicht auch nur, vielleicht wird da gesagt, 9 Monate lang gültig sein könnte. Vielleicht gilt das für die gesamte EU. Alles geht im Augenblick sehr schnell. Die EU wächst gerade auch sehr, sehr, sehr schnell zusammen. Ich habe schon oft darüber erzählt, über dieses bürokratische Konstrukt EU. Sie wissen, ich bin eine überzeugte Europäerin. Aber dieses bürokratische Konstrukt EU, damit habe ich seit Jahren Schwierigkeiten. Ich bin aufgewachsen in einer Grenzregion. Ich kenne die Eigenheiten einer Grenzregion sehr, sehr gut. Und ich weiß auch, dass dieses bürokratische Konstrukt EU von Anfang an ganz, ganz viele Schwierigkeiten, vor allen Dingen für die Bürger bedeutet hat, vor allen Dingen auch in einer Grenzregion. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte hier eingehen auf diesen neuen Plan, auf diese neue Ankündigung. Warum gehe ich darauf ein? Weil viele Leute sich mit mir unterhalten haben, Freunde, Bekannte hier im Freundes- und Bekanntenkreis, die mir sagen, jetzt habe ich das alles gemacht. Jetzt habe ich diese beiden Piekser bekommen, erst den ersten, dann den zweiten und den dritten will ich auf gar keinen Fall, weil aus den und den Gründen oder vielleicht doch, vielleicht, ich weiß es noch nicht. Einige haben übrigens doch auch den dritten schon bekommen und jetzt soll ich also dann doch alle 9 Monate diesen Piekser bekommen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für meine Gesundheit. Ich habe es ja auch nicht gemacht für meine Gesundheit. Ich habe es nur gemacht, damit ich dann wieder normal leben kann. Denn ich habe mich ja auch nicht krank gefühlt. Und ich hatte das bis jetzt auch noch gar nicht. Und ich kenne auch nicht so viele Leute, die es hatten. Ja, klar, es kommt immer auf die Motivation drauf an. Erstens mal zur Beruhigung, es ist noch alles nicht so, ne? Der Brei wird nie so heiß gegessen, wie er serviert wird. Die Suppe wird nie so heiß gegessen, wie sie serviert wird. Es kann noch alles Mögliche passieren. Es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die gerade ja, feststellen, dass es vielleicht doch gar nicht so eine gute Idee war, weil sie natürlich mit diesen zwei Pieksern sich nicht die Freiheit erkauft haben und in Zukunft nur sich mit einem Piekser alle 9 Monate die Freiheit erkaufen können. Ist es das wert? Ist meine Freiheit, die ich habe? Ich habe ja jetzt eine Freiheit, ne? Ja klar, bestimmte Dinge kann ich nicht mehr. Aber ich bin frei. Ich bin trotzdem frei. Ich bin ein freier Mensch. Der Schöpfer hat mich als freier Mensch in meine Seele, in diesem Körper, als freier Körper auf diese Erde geboren werden lassen. In dieser Situation. Ich bin ein freier Mensch und jetzt in Zukunft soll ich
ganz viele Dinge machen, die ich eigentlich nicht machen möchte. Ich soll, ja, das ist meine persönliche Meinung, vielleicht sogar meine Freiheit aufgeben, um bestimmte Freiheiten zu erlangen. Und die Frage, die philosophische Frage, die ich mir dann stelle, ist, was ist eigentlich Freiheit? Ist es wirklich Freiheit, wenn ich in ein Geschäft reingehen kann, in ein Geschäft reingehen darf, nur weil ich den Piekser bekommen habe, weil ich mir damit diese Freiheit erkaufe, die ich vielleicht gar nicht möchte? Ich möchte hier gar nicht, wie gesagt, ich möchte hier gar nicht eine Position einnehmen, eine Position für oder gegen. Ich möchte nur hier darüber diskutieren, was ist mir meine Freiheit wert und aus welcher Motivation heraus tue ich bestimmte Dinge? Mache ich etwas oder mache ich etwas nicht? Es kommt immer auf die Motivation an. Warum tue ich etwas? Warum tue ich etwas nicht? Was ist die Motivation, die dahinter steckt? Ist die Motivation tatsächlich die bedingungslose Liebe zu mir selbst, zu meiner Seele? Und damit, wenn ich die bedingungslose Liebe zu mir selbst habe, dann habe ich auch die bedingungslose Liebe zu allen anderen Menschen. Liebe deinen Nachbarn, so wie du dich selbst liebst. Wie schätze ich die Situation ein? Das ist wirklich die Frage. Was bin ich bereit zu tun und was bin ich nicht mehr bereit zu tun? Bin ich wirklich bereit, das zu tun, oder ist das vielleicht jetzt für mich eine einzigartige Chance, eine Alternative zu entwickeln? Vielleicht entwickeln sich gerade auch weltweit Alternativen zu dem, was mir angeboten wird, zu dem, was ich tun soll und nicht zu dem, was ich tun kann oder tun möchte. Vielleicht entwickeln sich gerade weltweit, wie gesagt, Alternativen. Vielleicht merke ich auch gerade in meinem eigenen Leben, dass das, was ich nicht mehr tun kann, nicht eine Einschränkung ist, sondern eine Bereicherung. Vielleicht liegt die Bereicherung tatsächlich in der Einschränkung. Das, wo wir hier immer drüber reden, das Nein sagen, die Grenzen setzen. Vielleicht setze ich damit meinem Ego nach so vielen Jahren endlich einmal eine Grenze. Vielleicht ist das hier die gigantische Chance, auf die meine Seele seit vielen, vielen Jahren gewartet hat. Etwas nicht mehr tun zu können, bedeutet nicht unbedingt eine Einschränkung. Es kann auch eine gigantische Bereicherung sein. Es zeigt sich immer wieder im Leben, in ganz, ganz, ganz vielen Situationen. Ja, es gibt auch Menschen, die tatsächlich durch einen schweren Schicksalsschlag in eine Situation hineingeraten, in der sie bestimmte Dinge nicht mehr können und die das erstmal als gigantischen Verlust sehen und dann nach einiger Zeit sagen, ja, es war ein gigantischer Verlust, aber gleichzeitig habe ich damit auch vieles bekommen, von dem ich mir nie hätte vorstellen können, dass ich es so bekommen könnte. Es kann in vielerlei Bereichen sein. Es kann auch mit Körperteilen sein, die irgendwann nicht mehr funktionieren oder die vielleicht noch nie vernünftig funktioniert haben. Es ist nicht immer die Einschränkung, bedeutet nicht immer ein Verlust. Die Einschränkung kann auch eine gigantische Bereicherung bedeuten. Und wir sind jetzt wirklich an dem Punkt der ganz großen Entscheidungen. Und es wird uns auf ein Silbertablett präsentiert. Die Entscheidungen werden uns auf ein Silbertablett präsentiert. Und jeder Einzelne hat die Möglichkeit, für sich zu entscheiden, was er tut und was er nicht tut. Und ja, jetzt werden einige vielleicht richtig böse und sagen, sie haben vielleicht gut reden. Sie haben einfach. Sie haben es einfach. Nein, niemand von uns hat es einfach. Und eine Entscheidung zu treffen, eine wirkliche Entscheidung zu treffen, ist niemals einfach. Niemals. Aber das Leben ist nicht einfach.
Wir wachsen gerade ganz immens und das ist nicht einfach. Der Schöpfer hat es für uns nicht einfach vorgesehen. Vielleicht, weil wir schon alle gemeinsam auf einem sehr hohen Bewusstseinsniveau gekommen sind. Schaut euch an, wir hätten auch im Mittelalter jetzt leben können, ne? Was möchtet ihr lieber? Vielleicht sagen einige, ja, ich wäre lieber im Mittelalter zur Welt gekommen. Wenn ich mir das so anschaue, ich ehrlich gesagt nicht.